happened? What am I doing here? Ja, und damit herzlich willkommen bei einem neuen kleinen Video. Heute Silent Hill Alchemilla. Das ist eine Mod für Half-Life 2, die erst gerade erschienen ist, jetzt im Januar. Und ich habe die entdeckt und ich musste die einfach kurz anspielen. Und ich dachte, ich nehme euch einfach mal mit auf die kurze Reise. Mit Facecam natürlich. Und ja, ich würde einfach mal sagen, legen wir los. Gucken wir, wie immer, was uns erwartet. Und ich sehe doch hier schon einen Schlüssel. Okay, was haben wir hier? This is the last day I'll spend in my old room. Too many bad memories balled up in here. Tomorrow I'll be in Airfield. Askfield. Schwer zu lesen, die Schrift. I don't want to sell the house. Don't want to strangers living in it. I keep having this feeling like I'm going to leave something important here. Like I'm forgetting something. Woo! Ja. Alright. Die Musik im Hintergrund ist ein bisschen scheiße irgendwie. Ja, was haben wir hier? Gucken wir mal weiter. Und man muss einfach sagen, obwohl das Spiel so alt ist, es hat seinen gewissen Charme. Irgendwie sieht es, obwohl die Texturen nicht so geil sind und so, es hat schon eine geile Atmosphäre, das muss man echt mal sagen. So, was haben wir denn hier? Nichts Spezielles. Hoffe ich doch mal. Mein Block liegt parat, wie in den alten Silent Hill Zeiten damals. Auf der ersten PlayStation, ja, waren geile Zeiten so als Kind, Silent Hill. Hatte schon den ein oder anderen Schockeffekt mit drin, auf jeden Fall. Und ich hoffe, das wird bei dem hier nicht groß anders sein. Taschenlampe habe ich nicht. Alle Türen geschlossen hier. Muss ich einfach mal weitergucken. Irgendwas wird hier schon auf sein. Ein Bild von Äpfel. Wer hängt sich ein Bild von Äpfeln hin? Naja. Verdammte Alkoholiker waren sie auch. Ich will kein Wasser, ich will das Messer hier. Verdammt. Schoko Bites. Okay. Kühlschrank ist nix. Gucken, ob wir nach draußen können. Wir können. So, willkommen im Garten. Das hier ist unser Haus. Ich habe mich super ausgekiet. What the hell's going on here? Thank you.
einer schönen Welt sind wir hier gelandet. Muss man ja echt mal sagen. Ich bin das nicht selber. Ich bin nicht am Laufen. Ich weiß nicht, was vor sich geht. Was uns erwartet hinter diesem Tor. Ladedaten. Das ist immer wichtig. Weil ohne die Daten, ja, geht nichts. Gut, wie schon gesagt, mein Block liegt parat. Ich hoffe, oh, hell. What the hell is this place? Weiß ich nicht. Aber ich mach mal hier kurz einen kleinen Schnitt. Ich muss mich besser auskiehen. Und bis gleich. So, hier bin ich wieder. Und jetzt sollte es eigentlich passen. Wunderbar. Ja, passt. Gut. Weiter geht's. Und ja, wie gesagt. Hier, die Source Engine. Sieht schon geil aus. Für das sie schon ein paar Jahre auf dem Buckel hat. Ah, my head. Was I dreaming? Gotta be because of the drugs. The drugs. Attention all employees. The third story floor is now in critical condition and in need of repair. Access to the stairs is temporarily prohibited. If there is any urgent need to use the stairs, then a key can be found either with the construction team who are currently at work in repairing the third floor or with the doctors. I don't recommend using the stairs unless it's absolutely necessary. Also im dritten Stock wird gearbeitet und wir sollen die Treppen nicht benutzen, außer wenn es unbedingt sein muss. Und das muss es natürlich. Yeah, Taschenlampe. Gut, haben wir hier. Wir sind hier im Krankenhaus. Mal gucken, was uns hier erwartet. Was ist das denn für ein Ding? Das wird das Speichern sein. Blendet ein bisschen. Der Greenscreen flackert auch gleich mit. Okay, ich brauche einen Schraubendreher. Hier, Zahlen. Das ist in russischer Schrift, so wie es aussieht. Ja, das Spiel kommt ja aus Russland. Ich habe auf YouTube mal geguckt, was das überhaupt so ist, das Spiel. So einen kurzen Ersteindruck geholt und was mir aufgefallen ist, nur Russen spielen dieses Spiel. Ich weiß nicht, woran es liegt. Es ist ja noch nicht lange auf dem Markt. Ich weiß nicht, vielleicht auf Russisch gibt es das schon länger. Glaube ich zwar nicht unbedingt, aber könnte ja sein. Aber ich dachte mir dann, ich nehme euch einfach mal mit auf die Reise, dass auch die Deutschsprachigen was davon haben. Weil es kann ja noch lange nicht jeder Russisch, ne? Okay. So, was haben wir denn hier? Rausgekommen, ne? Doctor's Office. Ich brauche einen Schlüssel. Was ist hier? Kitchen. Ja. Ist jetzt nicht das tollste Krankenhaus hier. Sieht ein bisschen abgefuckt aus, wenn ich das mal so sagen kann. Was ist das denn? Was kann ich hier? Ah.
Sehr geil, sehr geil. Ranch. Okay. Dann würde ich sagen, wir gehen mal kurz zurück hier. Kiste nochmal. Ich habe manchmal bei solchen Spielen ein bisschen Orientierungsschwierigkeiten, aber bis jetzt geht's noch. Yeah. Sehr geil. Okay. Ein Ventilrad. Mal gucken, für was wir das brauchen können später. Ja. Hier wieder zurück. Hier waren wir jetzt drin. Was ist das da? Direktes Office. Überall so schöne Bilder, ne? Okay, weiter. Hier scheint nichts zu sein. Ja. Wer geht nicht gern in den Keller in solchen Spielen, ne? Jeder liebt. Deswegen habe ich gemeint, habe ich meinen Block parat gelegt hier, weil ich mir die Nummern eh nicht merken kann. Das Schloss ist kaputt. Sieht kaputt aus. Ein Hebel. Aber. Nee, ich weiß nicht. Hier reingucken schnell. Kann ich dann mein Rad hier irgendwo montieren? Hier. Das geht nicht. Oder? Ah. Hier. Sehr geil. So. Irgendwie nicht. Funktioniert. So, jetzt müssen wir nur noch den Code hier haben. 3691. Nee. Okay, dann würde ich sagen, wir nehmen mal den Lift. Jetzt sind wir hier, nehme ich an. Dann hier ist der Eingang. Fahren wir mal in die 2. Ah, ich muss aussteigen. So. Ja, wie nicht? 205. Okay. The riddle of rooms is very simple. You will solve it certain. Das Rätsel der Zimmer ist eigentlich ist einfach. Wir werden es früher oder später lösen. So.
wir noch nicht. Nochmal weiter gucken, würde ich sagen. Hier ist nichts. Und gehen wir mal in den nächsten Raum. 206. Yo, what the f... Death 1. Schauen wir das mal kurz auf. Okay. Gucken wir mal weiter. Fuck. Die muss ja hier drin sein, ne? Ah, die hat this place looks all too familiar. I used to be here a long time ago. This is the hospital. Die Tür hier hat keinen Knauf. Können wir nicht rein. Operation Room. Geht. Mal speichern. Ah, Greenscreen geflacker. So. Locked. I need a key. Brauchen einen Schlüssel. Okay. Whoa, what the fuck? Ja, dann gucken wir mal. Ist der irgendwie. Ah. Ah, okay. Wir sind jetzt durch diese Tür. Hier, ah, okay. Dann beginnen wir mal hier. Room of Old Age. Room of Old Age 4. Room. Room of Old Age. So. Ich hätte vielleicht nicht nur die Nummer beim ersten aufschreiben sollen, merke ich gerade. War das nicht Room of Death? Aber ich weiß die Nummer nicht mehr. Fuck. Jetzt habe ich ein Durcheinander gemacht. Nice. Miserable and odd looking picture. Scheiße, verdammt. Ich muss noch mal kurz. Das war jetzt hier. Ich muss noch kurz zurück. Und zwar hier rein. Room of Death 1. Okay, 1. So, schreibe ich das mal auf. Okay, also jetzt. Entschuldigung, Leute, ich hab irgendwie ein Durcheinander gekriegt. So, jetzt ist alles klar. Wir gehen wieder zurück. Und hier sind wir wieder. Ist hier drin? Die ersten zwei sind gut, in dem dritten sitzt was drin. Stimmt? So. Zu.
My God, it's a human heart. Menschliches Herz. Herz. Uhuhu. 202. Er hatte wenigstens einen Fernsehen hier drin. Draußen ist schon ziemlich Silent Hill Stimmung, würde ich mal sagen. Chick an der Wand. So. What the fuck? Doctor said I can go home soon. Thank God. To me, it's horrible here. I don't like this hospital. The food is terrible. Compared to a home-cooked meal, this is just shit. Even fast food is starting to sound good. Besides, there's absolutely nothing to do here. And this room is simply awful. Thought it wouldn't be if they just fixed it. The truth is, on the third floor, the repair work has already been done. From what I hear, the ceiling in room 302 has collapsed and crushed one of the patients. Apparently, one of the doctors found him and he's now in the morgue. But that's just what I heard. I haven't seen it for myself. Don't worry, I'll be home soon, Bill. Okay. Anscheinend wurde im dritten Stock ein von der Einrichtung totgeschlagen. Und aber ist ihm nicht sicher, er hat das nur gehört. Mein Doktor hat ihn dann gefunden, aber naja. Hier drin. They are not humans. They all want to kill me. Weiter. Hier ist nichts mehr, so wie es aussieht. Ich würde sagen, wir gehen mal zurück. Ich mal kurz. Und dann fahren wir mal in den dritten Stock. Guck mal, was da so geht. In den verfluchten dritten Stock mit den Bauarbeiten. So. Shake it, shake it. Shake it, shake it. Raus hier. Und jetzt gucken wir mal. Der ist leer. Schade. Time death. Bingo. Ja, okay. Jetzt hab ich noch mal Schock. Tür ist kaputt. 105. Tür ist kaputt. Linen Room. Storage. Tür hat keinen Griff. Nee, aber jetzt muss ich noch kurz. Okay. Ich verstehe, dann gehen wir doch. Nee, was wollen wir?
Versuch kurz hier. 3 mal 1. Hübsch. Wer möchte nicht so eine Puppe haben? Ich habe das Gefühl, jeden Moment springt mich irgendwo her irgendwas an. Pillen hier, beenden wir diese Scheiße. Oder das Bier, komm schon. Irgendwie spackt meine Maus hier rum. Moment mal kurz. Was ist denn hier? So. So. Ja, jetzt passt das wieder. Small key. Looks like to a locker. Oh, die Umkleidekabine. Okay. Ich würde sagen, gehen wir mal zurück. What? Hey, hey, you okay? Yo, alles klar? Okay, dann mal zurück. Ja klar, und jetzt sind wir im selben Raum wie die. Da soll ich jetzt reingehen, oder was? Willst du mich verarschen? Hier waren wir aber noch nie. Guck einfach mal. Broken. Ja, und hier drin wartet sie jetzt auf mich, oder was? Ah, Room of Birth. Room of Birth. Okay. Okay, dann würde ich sagen, wir gehen mal runter. Umkleidekabine. Benutzen unseren Schlüssel. Check, 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 check. So, das müsste dann hier sein. Yeah. Da ist doch eine Tür aufgegangen, habe ich. Hi Lisa. Dr. Kaufman has ordered the installation of a co-panel on the door to the operation room. Operation room. Hmm.
What I can't understand is what does he want it for? Well, whatever, it's not important. If you forget the password, remember that it consists of 4 digits. Funny enough, each digit seems correspondence of the product of the first and third digit in the numbers of 4 different rooms. There's a TV in the first room. TV first. A patient with a heart condition is in the second room. Heart. Second. There's a little girl in the third room. Girl. In the fourth room, I hate because the occupant is a cranky drunk. Das heißt, es hat Alkohol hier. Okay, alles mal aufschreiben. 4. Was heißt jetzt das? Wir müssen die ganze Scheiße nochmal absuchen, stimmt's? Speicher mal kurz hier. Und dann machen wir hier nochmal einen kurzen Rundgang. Also das Herz. Aber hier steht ja nichts beim Herz. Room. Wo war der denn? Operation Room. Ah, ist das der da? Jo. Okay. Ich versuche das jetzt einfach mal. Also, was könnte das denn sein? 4 Room. Muss ich mal kurz gucken hier. Room of Old Age ist die 4. Vier, zwei, drei, vier, eins. Es muss ja mit den Zahlen 1 bis 4 sein, oder? Nee, warte mal. 9. Gar nicht sein. Was tippe ich hier eigentlich für eine Scheiße ein? Moment mal. 4. Ja, wenn ich jetzt wüsste, wo die alle waren, ne? Aber Moment mal, ich kann doch einfach... Hier! Nett. Nett. So, sind wir hier. Jeden Moment drauf, dass mich irgendwoher etwas anspringt. Room of Life. 31. Room of Life. Fünf.
35. So. Room of Life. 4. Hier im Spiegel war eine 4, ne? 4, 35. Okay. Was ist denn hier noch? Nichts mehr. Okay. 35. Ja. Wir haben das Problem mit dem... Wir brauchen Schlüssel. Und der Tresor ist zu. Jetzt müssen wir irgendwie gucken. 206. Also im zweiten Stock hier. Ja. Room of Rooms. Vier, 1, 35. Mal in den dritten Stock. Da habe ich was falsch aufgeschrieben. Wo war denn das? Oder die 410. Okay. 4 oder 14. Oder 41 natürlich. Mal zurück. Ein bisschen Try and Error. Würde ich da schon durchbringen. Wir wissen ja, es muss 41, 30. 41 oder sowas sein. Irgendwas in diese Richtung. Wir werden gleich erfahren, ob wir es knacken können oder nicht. Aber ich denke mal, das packen wir. What the? Hab ich. Okay. Danke, Spiel. Pick up a key with the mark DL. DL. Keine Ahnung, aber im untersten Stock war doch noch ein Zimmer mit einem Schlüssel, oder? Irre ich mich da? Kurz gucken. Das war jetzt die geilste Aktion ever. So. Geil, ganz geil. So. Was war denn das? Director's Office. Kitchen. Doctor. Director. Nee.
Eis. Diese komischen Geräusche hier. Schon ein bisschen erschreckend. Forbid anyone from visiting the morgue without my authorization. Only approved by personnel may enter there. I have replaced the lock on the door with code panel. The code is currently 4573. 4573. If someone enters the morgue without consent, they will be immediately dismissed. Es müsste die Tür im Keller sein, ne? Gucken wir mal kurz. Ah, hier ist der Ausgang. Kurz in den Keller runter. Komisches Zeug, was hier herumfliegt. Okay, wir gehen in den Keller schnell. Hoffentlich. Ups, wo ist der Finger? Runter in den Keller. Was habe ich? 4573. 4573. Passt. Sehr geil. Oh shit. Du bleibst schön liegen, Alter. Hast du verstanden? Jeden Moment darauf, dass der Typ hier aufsteht. Fuck. Oh. Oh. The key to room. 902. Stimmt, da war ja auch noch irgendwie was zu. Dritten Stock. Ja, das Spiel macht echt Bock bisher. Aber die Rätsel sind jetzt auch nicht noch nicht so schwierig. Die Atmosphäre passt. Ist eigentlich ganz geil. Muss ich echt sagen. Ist echt Respekt an den Macher. Ist ja nur eine Mod, kostenlos. Also Leute, ich werde das sicher nicht komplett durchspielen. Also auf jeden Fall nicht als Let's Play oder so. Weil ich will euch ja nicht die ganze Spannung wegnehmen. Ich will euch nur kurz zeigen, um was es hier geht. 302 war das, ne? Dann könnt ihr das gerne zu Hause dann oder selbst nachspielen. Und ja, euch selbst erschrecken hier. War denn das da? 302. Alright. Bereit? Oh my god. No. What the hell's going on? I gotta get out of here. Das war wohl das Zimmer von dem Typ, was da gestanden hat. Oder geschrieben war, besser gesagt. Must be F3. F3 für den dritten Stock. Was war denn hier? Ich weiß gar nicht mehr. Ehrlich gesagt.
denn hier? Ah, die Männertoilette, nicht? Ja, meine Orientierung ist manchmal ein bisschen durch den Wind. Das heißt, Leinenroom. Room. Hier. Irgendwo muss doch der passen, nicht? Have a handle. Ist kaputt. Hier ist der Lift. Hier ist offen. Speicher mal kurz. Greenscreen Effekt. Für den dritten Stock. Für den dritten Stock. F3. Wieso F3? Was soll denn das bedeuten? F3. Die sind kaputt. Das war kein Griff. Das ist kaputt. Alright. Ich habe schon ein bisschen schlechtes Gefühl im Magen. Ich weiß jeden Moment. Stuck. Jeder Moment verschreckt mich irgendwas, das irgendwo hervorspringt. Musik hört auf. Ich weiß nicht, ob das ein gutes Zeichen ist. Mal kurz speichern. What the fuck? Ladedaten. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Es lädt und lädt und lädt und lädt. What happened? Is this place even a hospital? Yo, what the fuck? Ja, die Welt hat sich ein bisschen verändert. Aber das kennen wir ja von Silent Hill. Ist geil. Echt geil gemacht. Muss man echt mal sagen. Respekt an die Modmacher. Geil. Das habe ich echt geil hingekriegt. Oh, I need a key. Okay. Okay, was haben wir hier? Was ist das? 8, 12, 11, 7.
gucken wir mal weiter. Dann geht das nach oben. Ich weiß nicht, ob ich da nach oben will. David, you're blamed twice as much than Robert Blaine. You dared to be inebriated during operation. David, you're blamed twice. David, alright. Das ist sicher irgendwas Wichtiges, nicht? David, you're blamed twice as much than Robert. Blame. Das heißt schon Blame schon wieder. Ich weiß nicht mehr. Schreib mir das mal auf. David. David. Blame twice as Robert. Blame twice as Robert. Ich denke... Halt deine Fresse, verdammt! Ich denke, das wird uns noch vielleicht nützlich sein. Ah, wir sind in dem Eingangsbereich, nicht wahr? Ja. Oh, okay. Sister Ashley, you're a beginner, but drop the swab inside. Reveal flash is unacceptable mistake. 5 to 10 that the patient will die. Sister Ashley, you're a beginner. Ashley. Beginner. Irgendwie habe ich das Gefühl, das wird uns noch weiterhelfen. Hier. Und dann gehen wir mal in den... Ups. Hier ist kein Loch. Ich denke doch mal, das sind Löcher, oder? Ich will das lieber nicht ausprobieren. Okay. Geil. Gucken wir mal, was hier... Sitzt da was drin? Nicht. Gucken wir mal, was hier im zweiten Stock so los ist. Ja, die Räume hier sind schon wirklich sehr anmächelig gemacht. Ich würde hier sehr gern aufs Klo gehen. Nee, Spaß. The Anesthetist has changed narcotic drugs. 80% that he will survive after this. The anesthetist must change narcotic drugs. 80% that will survive after this negligence. Ich weiß nicht, was das heißt, verdammt. Was geht denn hier ab? What the fuck ist das denn alles? Anesthetist must change narcotic drugs. 80% that he will survive after this. Anästhesist muss die Droge ändern. 80% dass er will, dass er es schafft zu überleben. After this, nach dieser Negligence, weiß ich nicht, was das heißt. Okay. Ich weiß nicht, ob wir das brauchen können, aber... Locked, I need a key. Okay. Zweiten Stock hier ist eine Tür mit Schlüssel. Hier sind jetzt die ganzen... Geil gemacht. Oh, hier, guck mal, ein Zeichen. Was habe ich hier aufgeschrieben? 8, 12, 11, 7.
Das wäre die 7, also das hier ist das letzte. Das letzte, das hier. Und hier haben wir die 12. Das ist das zweite. Das zweite, okay, okay. Was ist hier drin? Die 11. Moment mal. Was ist das denn? Ich dachte, der steht gleich da. Das ist zu. Joseph, you're an excellent surgeon. Joseph, surgeon. Joseph, surgeon. Working as a jeweler. Jeweler. But you are responsible for their employees, even though you are not to blame. Those are not to blame. David blamed twice. As Robin, Robert, Joseph, don't play, Joseph, Joseph, not to blame, oh mein Gott. Okay, die Rätsel hier sind nicht gerade einfach. Okay, hier mal 8, also ich weiß es nicht, ich hoffe mal, ich kann das irgendwie brauchen, hier den ganzen Scheiß, den ich hier aufschreibe. So, also, 8. Can't push it anymore. Why not? Acht. 12. Waren die 12 schon wieder? 12. Bis zu. Da, hier. Die 11. Das ist die 7, also da. 12. Hier ist noch ein Tier. Das ist zu. 12. 11. After pushing the button, I heard a click of some kind. Okay, ich denke mal. Das könnte die Tür hier gewesen sein. Eine Key. Dann wäre es die Kiste im WC oder was es war unten. Wird es dann wohl sein? Aber ich gucke jetzt zuerst noch mal kurz in den dritten Stock, was uns hier so erwartet. What the fuck? So. Okay. Schon ein bisschen krank, dieses Spiel. Gefällt mir gut. So, okay. Den dritten Stock können wir nicht betreten. Wo war denn das schon wieder? Hier gleich. Speichere kurz. Und es geht in Flamme. Flamme flimmern. Schlüssel. There's only a rusty key in a box. Rusty key in a box. And this rusty key is für den zweiten Stock. Hoppala. So, dann gehen wir wieder rauf. Ich denke mal, für diese Tür.
Tür hier. Weil sonst wüsste ich gerade keine, die den Schlüssel braucht. Hier. Yo, what the fuck? Seht ihr das, Leute? Was? Das ist ein Screenshot wert. So. Sehr nice. Habe ich mein Thumbnail auch schon gemacht. Und jetzt aber kann ich hier. Dreht sich das denn zurück? So, geht doch. Glück gehabt. Ich hoffe, das dreht sich nicht zu automatisch oder irgendwas. Du bleibst liegen, hast du verstanden? Was geht hier alles Krankes vor sich? Oh, der bewegt sich ja. Okay, Moment mal. Er springt mich doch nichts an, oder? Sterilization, one of the most important routines. Nurse Nancy? Neglected this rule. Ja, das hat sie jetzt davon, ne? Nurse Nancy. Oh, okay. Nurse Nancy. Gibt sie sonst noch was? Schon kranke Scheiße hier. Oh, blutiges Shit. So, ja, okay, und dann, in den dritten Stock kommen wir nicht, so, ein bisschen anders hinsetzen hier, so, in den dritten Stock kommen wir nicht, kommen wir eigentlich irgendwie in den Keller unter oder so, Keller waren wir noch nicht, ne? Eigentlich. Wie hat da das begonnen, ne? Ja. Das war hier. Jetzt muss ich kurz überlegen. Hier kann ich immer noch nicht durch. I need a key.
noch irgendwas aufgeschrieben, das mir irgendwie weiterhelfen könnte. Nicht wirklich. Okay. Müssen wir uns nochmal umsehen. Das Rätsel haben wir gelöst. Ich brauche irgendwie noch den Schlüssel für diese Tür hier. Waren wir schon drin? Ja, hier waren wir drin. Kurze Frage vielleicht. Nee. Ist keine Tür. Da sind wir hergekommen. Dann gucken wir noch kurz hier hinten. Eingangsbereich hier. Würde ich auch nichts trinken. Okay. Das ist also nicht. Da vorne ist zu, da ist da. Da kann es eigentlich nur im oberen Stock sein. Im dritten hier ist ja nichts, oder? Nee, hier ist nichts. What the f... Jedes Mal erschreckt mich dieses Arschloch. So, okay. Kann das eigentlich nur hier irgendwo sein? Schlüssel. Hier waren wir schon, oder? Hier ist kein Schlüssel. Schlüssel irgendwo, den ich übersehen habe. I found a key inside the monster. Sehr gut, sehr gut. Oh mein Gott. Okay, mal alles zurück. Meine Maus spackt wieder rum. So. Der Schlüssel zu der großen Tür. Ich bin ja mal gespannt, was uns hinter dieser Tür erwartet. Der Schlüssel passt. Was ist das, was? Auf dem Rollstuhl. Schön dunkel, ne? Ich weiß übrigens nicht, wie lange ich schon spiele. Aber ich denke, es wird schon, keine Ahnung, eine halbe Stunde, drei Viertel sein. Das Video wird auch nicht allzu lange mehr gehen. Okay, sobald ich was ist das denn? Barbecue! Yeah. Huh? Passion has died of September of septic! Ah, alright. Passion has died of septic shock due to blood infection. Sterilization procedures were not properly observed. Okay. Passion has died of septic shock. Passion have died septic shock. So. Immer alles aufschreiben, wie es sich gehört. Entschuldigung, ich bin ein bisschen krank. Nicht nur im Kopf, sondern auch im Hals. Ich weiß nicht, ob ich da will. Kurz hier reingucken.
Jo. Eklig. Hier liegt ein Kind. Rumwerfen. Hui! So, aber zurück zum Thema. Das ist irgendwo hier. Jetzt geht er schon rein. Ich will nicht. Naja. Muss ich das mitnehmen vielleicht? Nee. Ich kann nicht durch die Türe gehen mit dem Kind. Only a judge can pass on. Judges, was? Judge these people. Endlessly. Start with the most sins. Nearly. Only a judge can pass on. Judge these people. What the fuck? Was soll das heißen? Finally. Nein. Nearly. Ich weiß nicht. Hier ist zu, der Lift funktioniert auch nicht. Gut, dann bleibt uns fast nichts anderes übrig. Only a church can pass on. Judge these people. Start with the most sinned. Das sind die Leute, die wir hier. Okay. The most sinned. Das? The inscription of the wall must have some kind of logical answer. But I'm not sure that logic still works at this place. Okay. The handle is turning, but the door won't bulge. Okay, hier haben wir die Namen Ashley, Joseph, Robert, Nancy und David. Gucken, kommen die alle hier irgendwo vor? Nurse. Davis, Ashley ist der Beginner. Robert. Ja, ich würde einfach mal versuchen. Und zwar. Ashley ist der Beginner, dann würde ich sagen, Ashley. Nancy. David is nice, Blame. Twice as Robin. Robert. Würde ich sagen, David. It's not David, dann Robert. Fuck! Ich hoffe, jetzt ist er gespeichert. Irgendwo in der Nähe. Ah. Puh, das ist nett. Das ist wirklich nett. Ashley, Joseph, Robert, Nancy, David. Verdammt, habe ich einen Fehler gemacht. Wisst ihr was? Das könnte ein bisschen mühsam werden. Ich mache hier gleich einen kleinen Cut und melde mich, wenn ich das Rätsel gelöst habe. So Leute, da bin ich wieder. Ich denke, ich habe jetzt das Rätsel gelöst. Und zwar, also, ich beginne mal mit Nancy und Ashley, David, Robert und Joseph.
Hui! Die Tür ist offen. Sehr nett, sehr nett. Okay, Leute, ich denke, bevor ich durch diese Tür gehe, war es das von diesem Let's Play? Es war von diesem. War es das? Ja, wie soll ich sagen? War es das von diesem Video? Und wenn es euch gefallen hat, hinterlasst ein Abo oder einen Daumen nach oben. Schreibt was in die Kommentare und wenn ihr wissen wollt, was hinter dieser Tür liegt, saugt euch das Spiel. Wenn ihr Half-Life 2 habt, müsst ihr noch die Source SDK Singleplayer Mod oder Engine, besser gesagt, downloaden und dann könnt ihr das spielen. Und ich wünsche euch eigentlich viel Spaß. Es ist eine coole Sache, macht wirklich Spaß. Nochmal Respekt an die Modder. Die haben echt eine tolle Arbeit geleistet und ja, bis zum nächsten Mal. Ich bin raus. Ciao.